Morgen, ich bin Simon vom Café Misch, Dickrisch. Wir sind hier an der Fußgängerzone Nummer 8, Rue de Brabant. Und es geht schon seit 24 Jahren. Wir machen ganz viele Lützeburg-Sachen, so wie Weinsauces, Schwingsbrot, Traditionalplan wie Knidlen zum Beispiel. Aber wir haben das ja auch angefangen, vegan zu kochen. Gerade an der Zeit, wo alles so war, da haben wir Planer en Porté gemacht. Und du hast den veganen Plan immens gut gekommen. Es gibt dabei vegan, vegetarisch und die Sachen mit Fleisch. Heute habe ich gedacht, stelle ich ein Plan vor, das ich schon öfters gemacht habe. Das sind indische Linsencurry mit roten Linsen, mit Gemüse, mit Zwiebeln, Knoblauch, indische Gewürze. Also ich mache Olivenöl an einen großen Pan oder einen großen Töpfen. Da gehen Zwiebeln gebraten und Knoblauch. Dann kommen die Linsen mit dran und auf die Linsen machen ich dann Ingwer und die verschiedenen Gewürze. Das ist ein bisschen nach Fair de Goût, wie viel Chili dran mischt, Curry oder auch verschiedene indische Mischungen. Das kann ich ein bisschen selber rausfinden, was ich gerne. Dann wird das alles ein bisschen gebraten, so wie bei einem Risotto, gehen die Linsen noch ein bisschen gut durchgereiert. Und wenn die gut angereiert gehen, dann kommen die Mutten mit drauf. Die gehen auch ein bisschen kurz mit angebraten, nicht zu fest. Und dann wird aufgelöscht mit dem vegetarischen Bouillon und mit der Kokosmilch. Dann mache ich ein bisschen Salz dabei, ich hole immer Kraftsalz, wo unbehandelt ist, wo noch alles Gutes dran ist, Mineralien und alles. Und dann geht das ein bisschen loskochen los, so 10-15 Minuten, dazwischen umrühren, auch wie bei einem Risotto, bis die Linsen Müll sind. Und zum Schluss schmecken ich ein bisschen auf, ob genug Salz ist, genug Gewürze dran sind und ob die Linsen noch schön Müll sind. Voilà, und dabei servieren den Reis und kann ihn auch noch gut Fladenbrot dabei servieren, das schmeckt auch ganz gut. Der vegane Plan, den ich euch heute vorgestellt habe, den kriegt ihr auch bei uns als Menü. Das heißt, ihr kriegt ein Entree, da das dann meistens ein veganer Zopp. Und im Dessert, das sind vegane Kuchen, heute habe ich einen Mutterkuchen gemacht, veganen. Und das könnt ihr alles mit Tee holen. Ihr könnt natürlich auch mal probieren, das selber noch zu kochen. Daheim. Aber die ganze Zeit, wo ich zu war, am ersten Konfinement, haben wir angefangen, die Sachen auch importiert zu machen. Und wir haben den Leuten angeboten, dass sie erst einen Döpfer schon mitbringen. So, dass wir ein bisschen Aufwand vermeiden. Und wir das dann auffüllen halt direkt an hier Egen Döpfer schon. Und neuerdings haben wir auch angefangen, dass wir auch liefern. Natürlich nicht mehr dickrisch an dem Gegend. Aber das tun wir noch ganz neu, dass ab 15 Euro kommen wir auch bei Echem oder bei euch auf dem Büro. Und ihr könnt alles mitfüllen. Merci. Adieu. Adieu. Ruf deinen Sohn. Um 80:31:65. Wir machen alles für Sprat, was er gerne hat. Und liefern ist heim oder die kommt bei sich. Merci vielmals.